Am politischen Aschermittwoch geht es bekanntlich sehr deftig zu. Man haut so richtig auf den Tisch und beschimpft die politischen Gegner. Trotzdem sollte man die Kampfaussage von Markus Söder an Friedrich Merz ernst nehmen. Er hat ganz klar gesagt, die Grünen gehören in keine Regierung, weder in München noch in Berlin. Das heißt, sie dürfen nicht Mitglieder sein der nächsten, der kommenden Bundesregierung. Sie müssen rausgeschmissen werden. Das hat er wirklich ziemlich deftig gesagt, mit aller Deutlichkeit. Man könnte sagen, aha, das ist erstmal eine Kampfansage an die Grünen. Aber das stimmt nicht. Das ist vor allem eine Kampfansage an Friedrich Merz. Und das ist sehr interessant, was da, und zwar der Zeitpunkt, um was konkret gesagt hat, Markus Söder. Und zwar, er sagt das zu einem Zeitpunkt, wo die Grünen eben wirklich in den Umfragen unglaublich tief sind. Ja, die letzte Umfrage für die Europawahl ist für die Grünen eine Katastrophe. Die Ampel generell ist natürlich sehr schwach, aber die Grünen werden als das größte Problem der Ampel angesehen, und zwar von der allgemeinen Bevölkerung. Die Leute wissen, die ganzen Richtlinien, die ideologischen Richtlinien, die ideologische Orientierung in der Ampel wird von den Grünen vorgegeben. Und es ist eben diese totale Ideologisierung der Politik der Grünen, ja, die sich jetzt auch in der ganzen Ampelregierung eben ausbreitet. Das ist, was Deutschland eben völlig eben an die Wand fährt. Und zwar in jeglicher Hinsicht, psychologisch, politisch, wirtschaftlich etc. Ja, das heißt, die Grünen sind eine Katastrophe für Deutschland. Das sehen die ganzen Menschen. Und das hat eben Friedrich Merz nicht verstanden. Als er diese E-Mail geschickt hat vor 10 Tagen, hat er angefangen, Rechenaufgaben zu machen und sagt, ja, okay, mit wem kann man koalieren? Und dann sind dann die Grünen oder die SPD und bla bla. Und dann hat er sich außerdem noch widersprochen, denn noch letztes Jahr waren die Grünen der wichtigste Gegner der CDU. Nun ist es ein Koalitionspartner. Ja? Also das hat ganz klar Markus Söder erkannt. Das war ein Riesenfehler von Friedrich Merz. Ja? Denn die Leute identifizieren eben die Grünen als das Böse überhaupt, und das muss erstmal weg aus der Regierung. Ja, das heißt, es ist ganz klar, dass Markus Söder eigentlich zwei Schwachstellen erkannt hat, und zwar, dass die Grünen eben zurzeit so ein schlechtes Ansehen in der Bevölkerung haben, aber zweitens, dass Friedrich Merz gerade in so einer Situation sagt, ja, mit dem machen wir eine Koalition auf Bundesebene. Also Friedrich Merz hat den Grünen ja förmlich einen Rettungsring hingeworfen, und dieser wurde sofort von Kretschmann, also von dem baden-württembergischen Ministerpräsident aufgenommen und sagt, ja, das ist wunderbar, das ist genau das Richtige, das sollten wir tun. Die haben sofort kapiert, das wird uns retten, diese Koalitionsaussage von Friedrich Merz. Und Söder hat sofort gemerkt, das war ein Riesenfehler von Friedrich Merz. Dadurch spaltet er wieder eigentlich das christlich-demokratische Lager. Es kommt eine zweite Frage auf, warum sagt er das eigentlich, ja, möchte er nämlich Bundeskanzler werden, ja? Und damit ist es ganz klar, dass mit dieser harten Konfrontation gegen Friedrich Merz, ja, muss man sich ernsthaft fragen, ja, wahrscheinlich will Markus Söder der nächste Bundeskanzler werden. Das hat er zwar nicht gesagt, aber ansonsten hätte wenig Sinn, dass er so konfrontativ geht, gerade mit Friedrich Merz, jemand, der ja zurzeit wirklich riesige Schwierigkeiten hat, eigentlich seiner Partei eine gewisse Linie zu geben, weil er natürlich sehr viele Gegner hat, gerade im ultraliberalen Lager. Also so Leute wie zum Beispiel Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, einer der größten Freunde der Grünen, und er schwärmt ständig von Schwarz-Grün-Koalitionen auf allen Ebenen, hat er ja auch gemacht. Aber Markus Söder hat ganz klar erkannt, also der Zeitgeist sozusagen, die ganze Stimmung ist gegen die Grünen, das hat er auch kapiert. Ja, hat er auch kapiert, Boris Rhein in Hessen, ja, nach 2 Legislaturperioden hat sich Boris Rhein nach den letzten Wahlen entschieden, mit der SPD zu koalieren, ja, und die waren sehr dankbar dafür, und die Grünen waren völlig überrascht, die haben gesagt, ja, wieso, wir haben doch gut zusammenregiert und so weiter. Das heißt, die Grünen haben noch immer noch nicht kapiert, ja, dass sie irgendwie aus der Zeit gefallen sind. Das hat allerdings, hat sehr gut die CSU verstanden, ja, weil sie natürlich auch diesen Zugang zu den Menschen haben. Die CSU im Gegensatz zur CDU hat noch eben eine enge Verbindung eigentlich zu Basisgruppen, zu den Bauern beispielsweise, zu den Familien und so weiter. Das hat ja alles die CDU gekappt, weil sie sich ja nicht positionieren kann. In entscheidenden Themen kann sich die CDU nicht positionieren, in diesen ganzen gesellschaftspolitischen Themen wie Familie, wie Gender, wie Bauern etc. Da haben sie eine völlig, ja, zweideutige Position. Und deshalb
können Sie auch keinen Nutzen ziehen aus den schlechten Umfragewerten der Ampelkoalition. Die CDU müsste längst über 35% in Richtung 40 gehen. Das passiert nicht, weil man weiß nicht, wofür die CDU steht. Und das hat sich noch verschlimmert eigentlich mit dieser völlig überflüssigen, unnötigen und absurden Koalitionsaussage von Friedrich Merz, eben mit den Grünen koalieren zu wollen. Das war völlig falsch. Und das hat natürlich Markus Söder verstanden. Und deshalb ist das wirklich sehr interessant, sehr spannend, ja, weil er geht jetzt natürlich auf eine totale Konfrontation mit Friedrich Merz.